Gucken wir uns, ne? Kai geht ja an. Ich habe, was? Ich gebe William Nibiara meine besten Brusttipps. Dann wird er auch Profi. Ja. Ne? Wenn man so schön sagt, vom brustlosesten Profi, den es gibt. Ich bin mal gespannt, wie die das aufgezogen haben. Weil es ist halt vom Titel her direkt schon auf eine Humorbasis, weil er geht so ein bisschen schon da ja auf die Sticheleien von William auch so ein bisschen ein, ne? Von wegen, er hat keine Brust, wie man immer so schön sagt. Ja, Brüste toll, schauen wir indem mal. ich dir zeige, wie du die meisten Ich hab Brust, aber eine Fettbrust. Fehler, die im Und der Brusttraining gemacht Schön. werden, vermeidest und natürlich, wie du deine Brust richtig triffst, um natürlich die Brustmuskulatur zum Wachsen zu bringen. Und da ich jetzt schon wieder die Kommentare sehe, Kai, du hast keine Brust, dementsprechend darfst du auch keine Brusttipps geben, habe ich mir den Kollegen eingeladen, der damit angefangen hat, und zwar William, was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich habe eine Brust. Und ich zeige dir, wie man die trainiert, beziehungsweise du zeigst mir, welche Ich hab ne Brust. Fehler man vermeiden sollte. Genau. William führt die Übung aus. Kann man auch ein bisschen was sehen. Also, das habe ich mir schon sehr viel mit Humor und bla. Bei mir ist Ja, anscheinend okay. nichts vorhanden. Und dann werden wir noch ein bisschen drüber schauen, was kann man noch verbessern, was sind Sachen, die falsch gemacht werden. Natürlich ist ganz, ganz wichtig für eine Brust, für ein gutes Brusttraining braucht ihr keine fancy Übungen oder sowas. Ihr könnt mit den Basics sehr, sehr gut eine Brust aufbauen, wenn ihr diese richtig ausführt. Dementsprechend starten wir rein mit dem Video. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Ganz, ganz wichtig, mit dem Code Kai gibt es nur für 3 Tage 50% Rabatt auf Gymkey, die All-in-One-App. Ihr kriegt einen geilen individuellen Trainingsplan von mir. Logischerweise könnt ihr eure ganze Ernährung tracken, Progress-Fotos. Okay, er muss, es musste ja auch sein. Was machen, hochladen, dann wird automatisch noch Mutti, ey, du lenkst dich so ab, da werden noch automatisch Transformationsvideos erstellt, also eine richtig, richtig geile App. 50% Rabatt mit dem Code Kai. Wir starten jetzt direkt rein mit der ersten Übung. Ein absoluter Klassiker ist natürlich eine flache Brustpresse, sollte in jedem Brusttraining vorhanden sein. Da gehen wir mal hier eine richtig geile Maschine, und zwar von Gymleco. Du setzt dich mal am besten rein. Und da sehen wir schon das erste Merkmal von einer guten Brustmaschine. Pack mal die Griffe. Jetzt passt das Gewicht? Ja, oder? Ja, klar. Jetzt drück mal nach vorne zusammen. Jetzt seht ihr ganz klar, wichtiges Merkmal beim Brusttraining oder bei einer guten Brustmaschine, machen wir eine Wiederholung. Das ist halt so ein bisschen eng hier mit der Beine, aber das funktioniert schon. Ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass die Maschine konvergierend ist. Also gehen wir nach hinten, dass sie von hinten breit außen nach vorne. Ach so, dass sie nach vorne eng wird, das meinte er. Ja, weil, was macht die Brust eigentlich? Zieht die Arme zusammen. Wenn du gerade bleibst, triffst du auch die Brust. Ja, ich verstehe schon, was er meint. Weil eigentlich, ne, Brust zieht auch die Arme so ein bisschen zusammen eigentlich. Und sonst hast du zu viel unter Umständen Trizeps. Schräg zusammendrückt. Ja, dadurch okay. Habt ihr vorne eine gute Kontraktion in der Brust und hinten. Ich verstehe schon. Ja, fühl ich. Du merkst, geh mal nach hinten. Eine richtig schöne Dehnung, genau, richtig guten Stretch. Die Höhe des Sitzpolsters stellt ihr so ein, dass ihr in Startposition ungefähr die Griffe auf Nippelhöhe habt. Und dann ganz wichtig, die Negative kontrollieren. Brustkorb groß machen. Geh mal nach unten, zurück, genau. Brustkorb groß machen, sodass die Brust hier richtig schön aufgestretcht wird. Und du merkst schon, kommt gut an, oder? Die knallt auf jeden Fall. Genau. Ich bereue, dass wir die gerade nicht im Training gemacht haben. Ja, ich schwöre, hätten wir machen sollen, ja. Aber ansonsten, häufige Fehler, die hier gemacht werden, einfach nur rumgerissen. Ja, hier hinten trainiert, mit Schwung gearbeitet, auch teilweise den Sitz nicht richtig eingestellt, also vermeidet es komplett. Lasst euer Ego zu Hause, nehmt etwas weniger Gewicht, konzentriert euch maximal auf die Übungsausführung. Und durchdrücken, ganz wichtig. Genau. So wie hier ist der letzte Punkt. Durchdrücken, damit ihr nicht jemanden wegschieben willst. Ja, genau. Brust ab. Ja. Genau. Auch hier negative wichtig und einen schönen Stretch in die Brust reinbekommen. Yes, das war eine flache Brustmaschine. Jetzt schauen wir uns mal eine schräge Brustmaschine an. Star Trek. Diese Maschine ist von Star Trek. Damit kann man zum Mond fliegen. Sieht ein bisschen Nautilus-Style aus. Ja. William setzt sich rein. Was mir direkt auffällt, da ist schon mal das Gewicht sehr tief rausgeholt. Das ist sehr, sehr schwierig. Hast du hier eine Einstiegshilfe? Genau. Ich denke mal, du musst den Sitz nach unten machen. Stell mal den Sitz nach unten. Also wichtig ist immer die richtige Sitzeinstellung. Ja, genau, weil das war deutlich zu hoch. Sitzeinstellung, genau. Dass ihr das Gewicht gerade so in der untersten Position rausholt, genau. Und dann kriegt William mal das Gewicht nach oben. Zack, perfekt. Mach mal eine. Also, da jetzt, augenscheinlich hätte ich jetzt schon fast gesagt, ist vielleicht sogar schon ein Tick zu tief. Das, also zumindest für mich. Weil ich merke, wenn ich muss es halt so unten rausholen. Weil wenn ich den Sitz zu tief einstelle, fange ich zu schnell an, solche Sachen nur noch aus der Schulter rauszudrücken nachher. Wiederholung, dann schaue ich mir die ganze Zeit. Wisst ihr, da kommt nichts mehr in der Schulter an. Ach, in der Schulter, in der Brust. Der wichtige Punkt hier ist hier auch, dass der Ellenbogen und die Hand oder der Griff in der Druckrichtung sind. Drück mal nach oben, dann sieht man das ganz deutlich. Im Start ist der Ellenbogen zu weit hinten, deswegen würde ich dir empfehlen, wenn es möglich ist, den Ellenbogen ein bisschen weiter reinzunehmen. Genau, nur ein bisschen, ja genau. Und jetzt seht ihr schon, drückt er richtig schön in Linie nach oben. Jetzt merkst du es auch richtig schön in der Brust, oder? Ja. Perfekt. Auch hier wieder ganz wichtig, Brust groß,
schön weit nach unten gehen. So der häufigste Fehler, den ich sehe, dass einfach Ellenbogen und Handgelenk nicht in einer richtigen Druckposition sind. Und dann könnt ihr natürlich auch nicht gut die maximale Kraft von der Brustmuskulatur aufs Gewicht übertragen. Genau. Weiter geht's. Nächste Maschine, die sollte auf jeden Fall immer in irgendeinem Brusttraining bei euch vorhanden sein, und zwar eine Butterfly-Maschine. Hier müssen wir zuerst mal richtig, William ist schon direkt am Start, die richtige Sitzhöhe einstellen. Dann natürlich die Hebel. Die müssen natürlich auch so eingestellt sein, dass ihr gut in die Maschine reinkommt, aber auch eine gute Dehnung habt. Darauf solltet ihr mal achten, dass ihr bei eurer Maschine halt eben die Maschine so einstellen könnt, dass ihr die Übung auch gut ausführen könnt. Wichtiger Punkt, bei jeder Brustübung schönen Stretch. Wichtig, William hat jetzt das links und dann rechts rausgeholt, einfach damit man einen besseren Einstieg in die Übung hat. Den Punkt fühle ich, und bei allen Dingen frage ich mich manchmal immer, wie weit wolltest du es noch nach hinten stellen? Ist das so weit, kommst du hinten und vorne nicht? Ey, das ist ein anderes Thema, ne? Also manche finde ich, die stellen zu weit nach hinten an, wo du anfängst, das so exorbitant nach hinten zu reißen. Ey, komm. Dann Brustmuskulatur ganz groß, damit die Brust sich richtig schön über den Brustkorb legt, dadurch richtig schön aufgestretcht wird. Und jetzt führ mal die Übung aus. Wieder vollen Stretch. Genau. Da gibt es schon eine kleine Problematik. Das die Range of Motion. Das kann natürlich oftmals vorkommen. Setz mal das Gewicht ab. Oh, nackt, das jetzt gerade haben wir wieder gemacht. Aber genau, wir müssen, denke ich mal, auf Stufe 7 gehen. Das ganz, Setup ganz, muss optimiert genau, werden. Das Setup muss passen. Stufe 7. Okay. Führ mal jetzt aus. Vielleicht hätte ich in die andere Richtung gehen sollen. Drück mal nach vorne zusammen. Ja, okay. Nochmal absetzen, dann machen wir schlimmer. Gehen wir auf Stufe 4. Wichtig beim Butterfly, dass es wirklich auch hier komplett zusammengeführt wird. Genau. Aber da würde ich auch nicht komplett zusammenführen, sondern minimalen Spalt lassen, weil so bleibst du konstant auf Kontraktion. Genau. Weil wenn du quasi zusammenführst, ist die Kontraktion kurz weg. Genau. Pack mal an. Weil minimalen Spalt würde ich da lassen. Brust groß, richtig schön reinsetzen. So weit nach hinten gehen, dass ihr schön Stretch auf der Brust spürt. Und dann das Gewicht richtig schön nach vorne zusammendrücken. Und hier sind wir. Wichtiger Punkt ist, William versucht hier, sein Bizeps in die Brustmuskulatur reinzurammen. Und dadurch seht ihr, wie die Brust hier richtig schön rauspoppt. Drücken wir zusammen, zack. Und ihr seht, die Brust springt mich fast schon an. Und das solltet ihr auf jeden Fall so machen. Dann auch ein wichtiger Punkt, versucht nicht, die Ellenbogen irgendwie nach innen einzudrehen. Die könnt ihr ruhig nach außen abspreizen, denn dadurch bekommt ihr einen guten Hebel, dass ihr so richtig schön die Brustmuskulatur trefft. Ja. Also meine Erfahrung war, ich habe das mal getestet, weil, keine Ahnung, ne, man probiert ja auch mal so ein bisschen rum und dann auch, ja, musst du so und so, ne, irgend so, keine Ahnung was. Hab's ausprobiert, ich dachte, ne. Hat sich einfach falsch eingefühlt. Dann, ne, machst du nicht. So, ne. Also, wie halt da, ja, so ein bisschen, okay, aber, ne, wir übertreiben es jetzt nicht mit diesem eingedrehten Ellenbogen. Jesus, tschüss. Ab. Genau. Und ansonsten negative kontrollieren. Ihr wollt hier richtig schön den Stretch in der Brust spüren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. William führt die Übung hier wirklich perfekt aus. Dann auch sicher absetzen und dann sieht die Sache sehr gut aus. Jetzt gehen wir weiter direkt zum Kabelturm. Da gibt es nämlich auch einen häufigen Fehler, den ich sehe. Und zwar, erstmal muss das Setup passen. Dazu nehmen wir uns zwei Griffe, packen das Ding rein und ihr könnt Fleiß am Kabelturm logischerweise auch ohne Setup, also ohne Bank ausführen. Packt ihr mal die Griffe, William. William führt jetzt hier die Übung aus. Könnt ihr gerne machen, wenn ihr wenig Gewicht benutzt. Aber wenn das Gewicht dann schwerer wird, dann muss William hier wirklich sehr, sehr viel ausgleichen. Das Gewicht zieht dich nach hinten, aber du wirst nach vorne drücken. Und wie wirst du so richtig schön effektiv die Brust trainieren? Genau, dementsprechend Gewicht absetzen. Nehmt euch wirklich die Zeit und holt euch einfach eine Schrägbank her. Das ist vielleicht maximal eine Minute, aber ihr habt ein stabiles Setup und könnt so die Brustmuskulatur sehr, sehr gut trainieren. Was ich oftmals auch mache, das ist hier hinten auch schon, dass ihr da eine Langhantel hinlegt und dadurch habt ihr dann eine richtig schöne Orientierung. Oder noch besser, ihr könnt hier, zack, die Bank anschlagen, dadurch rutscht die Bank dann nicht weg. Oftmals ist es auch so, wenn ich Seated Chest Press ausführe, dann drücke ich mich mit der ganzen Bank weg. Dementsprechend auch immer gerne, natürlich, wenn ihr viel Gewicht benutzt, auch gerne die Bank nach hinten absichern. So, jetzt müssen wir noch genau die Griffe umstellen. Ich habe hier Stufe Nummer 16. Auch immer darauf achten. Genau, perfekt. Gibt nämlich oftmals auch welche, die hängen einfach die Kabel irgendwie ein. Der ist höher als der. Und dementsprechend würde ich das Setup immer genauestens überprüfen. Okay. Also, dass man sowas sagen muss und dass es tatsächlich sowas gibt, ist für mich selbstverständlich als Kugel, dass es auf derselben Höhe ist. So, ja. Genau, links und okay. Dann rechts. Jetzt sitzt William hier richtig schön stabil. Die Kabel kommen auch von einer guten Höhe ungefähr auf Brust- bzw. Nippelhöhe. Und jetzt drückt das Gewicht genauso zusammen. Yes. Was kann man machen?
Ich fühl's nicht. Also, das ist so ein Ding, wo ich sage, setze ich mich lieber an der Butterfly hin. Widerstandsprofil ist jetzt hier eher etwas in der Dehnung, das wirst du auch merken. Ist auch nicht schlecht, so kann man auch gerne trainieren, denn so kann man richtig schön reingrinden. Also auch, wenn ihr nah ins Muskelversagen kommt, ist es nicht so ein abrupter Stopp, sondern ihr könnt richtig schön durchfeuern und dadurch... Negative mitnehmen. Wenn man weiß, man kann nicht mehr, dann kann man beispielsweise sagen, sag mal, das ist jetzt die letzte Rap, du kannst nicht mehr, kannst du dennoch ganz schön langsam die Negative noch mitnehmen und bis zum Ende im Stretch drinne. Das gibt auch nochmal ein richtig geiles Muskelgefühl. Ja, genau. So trainiert ihr wirklich mit einem stabilen Setup extrem geil die Brust. Also, nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wichtige Punkte, stabiles Setup, eine Übung, bei der das Gewicht von schräg außen... Okay, nochmal Erklärung. Fühle ich, also es sind Punkte. Die viel zu viel Fachsimpelei sind, aber auf der anderen Seite oder komplizierter dargestellt werden, als sie sind. Also das würde ich jetzt erstmal so, ich sag, ist halt schwer ja, ich habe auch sehr lange wirklich, ne, nach dem Makros-Gut-Prinzip so, oder was heißt sehr lange, aber da, wo ich angefangen habe, 2012 noch nicht, so 2013 ungefähr, sag ich mal, wo dann richtig reinkam, habe ich wirklich, na, aller Makros-Gut-Prinzip, sag ich mal, so den Satz ein bisschen zu sehr vielleicht zu Herzen genommen, leg dich hin und drück durch Schwein. Aber scheißegal wie, Hauptsache raus. Und so sah dann das Training tatsächlich aus. Da wurde an der Latzugmaschine mal in der Fresse. Ich habe keine Ahnung, wo ich das Gewicht hingezogen habe, aber es ist eigentlich dürfte nichts im Latt angekommen sein. Ich habe es irgendwie einfach runtergerissen. Also das war halt wirklich sehr, sehr hart abfälschen, sehr viel abfälschen, mit aller Gewalt teilweise einfach nur die Gewichte reißen. Ja, überhaupt irgendwas damals ein bisschen vorangegangen ist, keine Ahnung. Also das war schon viel schwer, viel falsch. Eigentlich viel schwer, nur falsch. Würde ich heute auch nicht mehr machen. Ich sag mal, ein paar sind eigentlich mit der Zeit selbst erklären, weil wenn sich's falsch anfühlt, ist es meistens auch falsch. Hast du Schmerzen, ist meistens auch irgendwas falsch. Entweder liegt es an der Übung an sich, ne, das soll es auch geben, du kannst Übungen einfach schlichtweg nicht ausführen. Ich tue mich zum Beispiel sehr schwer mit Kniebeugen, es funktioniert sehr schwer, also kaum. Also ich tue mich wirklich schwer mit Kniebeugen. Mittlerweile ist es noch schwerer geworden, weil Kniegelenke sitzen irgendwie zu, keine Ahnung. Du bist damals, ne, viel sitzen und keine Ahnung, was noch für Faktoren, mit Sicherheit schlägt auch dieses hohe Gewicht auch mit rein, was ich halt und zum Glück ein bisschen reduziert hat habe jetzt, aber richtig steife Gelenke bekommen. Aktuell bin ich auch ein bisschen am Gucken, ein bisschen am Struggeln deswegen, weil ich hab so, es geht gut los und auf einmal fühlen sich Beine einfach müde an. Richtig taub irgendwie so ein bisschen. Aber auch nicht so. So ein Ding. Aber ja, guck ein bisschen im Zweifelsfall. Trainer ist nicht gleich Trainer. Das fühle ich manchmal auch nicht. Weil manchmal, ja, du musst so und so und beachten manchmal, glaube ich, auch zu wenig. Gibt nicht alle Trainer, aber ich sag mal, glaube auch gerade Discounter ist das so ein Ding. Du hast da Trainer, die sich zu wenig mit dir beschäftigen und auch zu wenig dann mit der Anatomie befassen und gucken, okay, muss er sie vielleicht sogar, ne, die ist so, muss er sie vielleicht auch sogar so ausführen, weil es sonst nicht da ankommt, wo es ankommt oder aufgrund von Schmerzen. Also, es gibt welche, die beachten sowas, andere tun es nicht. Sag mal, hat witzig gestartet, danach war es mir tatsächlich sehr, sehr trockenes Video raus, wie man das Ding ist. Also, das hätte man vielleicht mal gucken können, ob man dann noch den einen oder anderen Spaß mit einbaut, um das aufzulockern. Ich glaube, so ist es ein bisschen zu trocken geworden, aber ich denke, den einen oder anderen hilft sicher trotzdem. Deswegen,
Wir haben sogar fast durchgeguckt. Damals schaut bei ihm, bei Kai Gedan vorbei.